Weiter geht's beim Gigaleuchtturm von Mario und Luigi. Brothership. Soweit ich weiß, müssen wir einfach nur hier irgendwo in der Nähe einen Block finden oder was auch immer das hier für ein Schalter ist. Um weiterzukommen. Stecksel-Memo 2. Strom sparen, Wirbelmaschinen ausschalten, sonst wird das Mittagessen gestrichen. Okay. Genau. Hier waren überall so diese Luftdinger, diese Ventilatoren. Nenne ich die jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das ein Ventilator darstellen soll, aber ihr wisst, was ich meine. Und damit haben wir die alle aktiviert oder sind das nur manche, die aktiviert wurden? Weil hier geht es ja noch weiter. Warum kann man denn weitergehen, wenn wir schon alles gemacht haben? Oder haben wir vielleicht doch noch nicht alles gemacht? Filmen wir mal hier rüber und schauen uns den Spaß mal hier drüben an. Ich weiß, unter mir waren noch Blöcke. Aber wir können ja einfach gleich wieder zurückgehen. Das ist ja gar kein Ding. So, zurückwechseln. Oh, Gegner, Gegner! Oh, doch nicht mehr! Einen soliden Hammer! Wow. Oh, da war noch was. Ich habe es gerade gehört. Aber warte mal, wir haben ein Item bekommen. Vielleicht ist es ja besser als den Mäßighammer. Ja, oh ja. Von 43 nochmal plus 14. Und hier? Okay, Luigi hat auch schon einen guten Hammer. Gib ihn Mario. Da kann Mario zumindest mithalten. Beziehungsweise ich glaube, der ist dann sogar stärker mit dem Hammer, als Luigi es gerade war. Okay, da unten waren eh nur ein paar Blöcke, aber die hole ich gleich noch, keine Sorge. Eins nach dem anderen. Es kann nur leider jetzt sehr gut sein, dass wir kämpfen müssen. Gegen eins oder zwei Gegner. Oh! Wo war's denn? Hä? Was zum... Ihr habt es ja vorhin auch gehört, oder? Ich habe dieses Geräusch gehört von dem unsichtbaren Block, aber hier ist nichts. Zumindest finde ich nichts. Wie hat Mario auf den hinteren springen können? Na, egal. Naja, egal. Bam, bam. Tschüssi. Der lebt noch? Oh. Der ist stärker, als ich dachte. Oder zumindest robuster. Mhm. Ja, komm, die sind ziemlich einfach. Aus der untere machen noch was anderes. Ja? Hau ab. Ich trau mich nicht. Schön. Wäre cool gewesen, könnte man den Gegner noch auf die anderen rüber hämmern. Aber das funktioniert leider nicht. Also selbst wenn er jetzt nicht down gegangen wäre, hätte das nicht geklappt. Und das war gerade voll komisch. Ich bin da schon gewöhnt, dass man Luigi in den Menüs mit A steuert. Ich wollte ihn gerade mit A steuern, damit er anfängt mit der Attacke. Nee, dann ist es wieder B. Spiel kann sich nicht entscheiden. Manchmal A, manchmal B. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, ist Hammer mittlerweile stärker für Mario als Sprung? Machen wir den Sprung. Ja doch, Hammer ist definitiv stärker. Ja, sowas von. Dann war nur 26, wollen wir es, glaube ich, 40 mit dem Hammer oder so? Na ah, Mist. Armer Luigi. Sorry, Bro. Aber ich glaube, Luigi ist besser mit dem Sprung. Oder? Wo ist er? Doch, doch, doch. Gesamt war viel besser. Yeah, und das reicht für Level 10. Oh yeah. Mario Time. Und Luigi natürlich auch. Wahoo. Ich habe auf jeden Fall vor, heute das erste von den 5 Meeresgebieten abzuschließen. Dafür müssen wir halt nur noch den Gigaleuchtturm schaffen. Und ich glaube, so viel ist ja nicht mehr. Aha, okay, ich darf mich nicht mal mehr bewegen. Wir müssen sofort in den Kampf. Danke, Spiel. Sehr fair, sehr nett. Bam. Okay, immerhin der Treffer hat gezählt. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ich diesen Kampf hier am besten bestreite. Vermutlich einfach mit Luigi. Oh. Bam. So, nochmal. Oh, er springt ein bisschen anders. Oh, Mist. Der ist zweimal gebounced, warum auch immer. Tschüss. Damit kriegst du mich nicht. So, nochmal den grünen Panzer. Jaho! Und los geht's! Mhm. Ah, gut, der macht aber auch nicht mehr so viel Schaden, der grüne Panzer. Wir brauchen mal wieder eine neue Attacke. Tatsächlich. Der macht jetzt schon nicht mehr den Job richtig. Ja,
Ist okay, aber man kann auch wirklich mehr erwarten. So, zack. Hätte ich mal durchziehen müssen. Aber was soll's. Und tschüss. Wie viel XP geben die? Ja, nicht schlecht. Kann man machen, wenn man möchte. Kann ich ruhig gegen alle kämpfen. Aber wir haben das nicht nötig. Ich habe hier aber was gehört. Okay, keine Ahnung. Komisch, ist auf einmal nicht mehr da. Was soll's. Ich würde ungern gegen den kämpfen, wenn es geht. Wir sind zumindest schneller. Oh. Mein Gott. Ja, Luigi darf auch. Ist hier nichts? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Schon wieder habe ich das Geräusch gehört. Oder ist das irgendwie nur das Geräusch von einer Münze oder so? Sehr seltsam, wenn ihr mich fragt. Aber na gut. Dann ziehen wir weiter. Wir müssen nämlich hier lang. Diese Luftstöße. Wie sagt man das? Ja, heute habe ich es nicht mit meinem Lexikon. Heute habe ich es nicht. Ja, okay. Das ist aber natürlich cool mit dem UFO. Wir fliegen immer weiter. Das ist nicht cool gemacht. Wir müssen diese Luftströme nehmen. Und abwarten. Tee trinken wir danach. Ding, 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 ding. So, noch nicht rüber. Ich weiß, da würde es zum Ende gehen. Oder zumindest weiter. Aber wir haben hier noch einen Block. Eine Nuss. Ja, die Nüsse sind auch nicht schlecht. Eigentlich müsste ich die auch mal benutzen, auf jeden Fall. Das müsste reichen. Ja, safe. Plomb. Und nur Mario kann das. Ich weiß nicht, wie es geht. So, Konetta. Wir kommen weiter. Mario, Luigi, ich wusste, dass ihr es schafft. Ja, das war klar. Und du kommst mit. Wie nett. Es geht noch weiter. Scheint wohl lange noch nicht zum Vorbei zu sein. Labyrinth, bitte nicht. Was war das hier? Es wirkt mir langsam wie ein Dungeon. Ich kann hier lang. Will ich hier lang? Ich will hier lang. Ja. Das war Bonus. Es waren einfach ein Haufen Münzen. Ah, ich glaube, hier komme ich dann gleich, wenn ich da jetzt runtergehe, dann komme ich da drüben wahrscheinlich wieder raus, oder? Probieren wir es mal. Will ich jetzt? Ja. Okay. Was war das denn? Was geht denn hier ab? Hat ihr das gehört? Nee, was denn? Das kam von da hinten. Hm, da kommen wir also zum Boss. Denkt ihr, das war derjenige, der den Gigaleuchter übernommen hat? Ja. Entschuldigt, seid ihr vielleicht... Mario Luigi, ja? Weil, naja, ihr seid hier am Gigaleuchtturm, wo es nun mal von Monstern so wimmelt. Ihr braucht gar nichts zu sagen. Ich weiß genau, was ihr seid. Krieger, die sich dem Kampf gegen jede Art von Monstern verschrieben haben. Nein. Upsi, oh yeah, entschuldigt bitte diesen kleinen Ausbruch. Oh, wie edel und kriegerisch von euch, dass ihr den Gigaleuchtturm wieder fit machen wollt. Mich nennt man übrigens Kampfred. Der allen Gefahren trotzt, nur um Monster zu erforschen. Du heißt Kampfred, aber kämpfen tust du nicht. Okay. Darum bin ich auch hier, denn hier soll es ein unglaublich gefährliches Monster geben. Bestimmt habt ihr schon sein fürchterliches Gebrüll gehört. Uiuiui, wirklich fürchterlich. Man hört förmlich die Gefährlichkeit. Und, naja, ganz ehrlich, mir läuft es kalt den Rücken runter. Auf der einen Seite will ich es sehen, auf der anderen habe ich einen Heidenangst. Eigentlich ganz praktisch, dass ich keine Ahnung habe, wie das Tor aufgeht. Könntet ihr vielleicht nach einer Möglichkeit suchen, das Tor zu öffnen? Klar doch. Dieses Monster hier, es nennt sich Biotor. Wollt ihr wirklich zu ihm? Seid bloß vorsichtig! Okay, ich werde bloß vorsichtig sein. Untergrund 2. Die Abkürzung zum
zum... Ah, nach außen geschaffen. Okay, dann sollten wir aber jetzt schon in der Nähe sein, oder? Würde ich doch mal von ausgehen. So, ups. Hier ist Bonus, wie es scheint. Schauen wir doch mal. Blab, ups, blab. Ciao, Luigi, man sieht sich. Ernsthaft? Oh. Na gut, wenn wir schon mal hier unten sind. Dann hieß ja gar nichts. Ja, Luigi, du musst halt mitkommen. Mhm. Spring rauf. Und jetzt hau auf den Button. Auf den Button. Auf den Deckel. Okay. Das ist nichts. Luigi, du springst hier drauf. Genau. Hau drauf. Ich hab Angst, wenn ich das mache, dass der dann wieder runterspringt. Oder halt runterfällt, was auch immer. Hier ist ein Stecker. Muss man hier vielleicht lang? Nach rechts geht's aber nicht. Oh! Oh nein, oh nein. Weg hier! Wo muss denn der Stecker hin? Da warte mal. Suchen wir vielleicht sogar nach Steckern, damit das Tor aufgehen kann? Ach ja, wirklich. Oh. Das war ja passend. Habe ich gar nicht gemerkt, habe ich gar nicht realized. Okay, da rechts ist das Ende. Und hier unten. Oh, es geht noch einiges weiter. Uiuiui. Da oben war erst die halbe Wahrheit. Warte, hier ist noch. Warte, hier ist noch. Für noch einen Stecker? Moment. Dann nehmen wir mal den hier oben weg. Dann ist der vielleicht falsch. Können doch raus. Ja, wir können noch rausziehen. Wenn mir Luigi hilft. Was er natürlich tut. Rein damit. Was passiert jetzt? Ah, so kommen wir überhaupt weiter. Oh, ich habe alles richtig gemacht. Perfekt. Boom. Ein Pilz. Warte mal, wir haben gerade Items bekommen. Fällt mir auf, ich sollte uns mal heilen. Oder zumindest Luigi. Ja, das reicht schon. Ein Pilz. Ich bin geizig. So viel kriegt er nicht. Muss dafür hustlen. Der echte Bros. Oder so. Was macht der Knopf? Mhm. Der bewegt also alles. Kann man von hier da drauf? Nö. Das heißt, einer muss da dann stehen bleiben. Vermutlich dann Luigi. Während dann Ey, da war noch ein Gegner. Während dann Mario oder so oben auf diese Plattform drauf springt. Ja, muss er sein. Hm. Schon wieder so ein Kampf. Mann, ihr nervt. Wir sind aber Level 11. Kein Wunder, dass wir so viel aushalten ständig. Wir sind underleveled. Na, aber zumindest ist der schon mal down. Oh, wir müssen springen. Ich mag diese Attacke überhaupt nicht. Und er macht zweimal. Ey. Dass der nicht schwindelig wird danach. Oh, wie schnell. Puh. Nicht nochmal, bitte. Gut, ich mach den Abwehrreflex. Puh. Das war close. Das war wirklich close. So, Panzer können wir nochmal machen. Möglicherweise. Dann machen wir es nochmal. Ich glaube, das war wirklich nicht so in den älteren Spielen, dass beide Panzer was anderes machen. Ich glaube, das war immer so, dass der Panzer immer gleich funktioniert hat. Hier ist er anders. Aber ich mag das eigentlich, dass die anders sind. Dass beide Bros andere Attacken haben. Das mag ich eigentlich. Weil dann ist es nicht einfach nur Mario und Mario 2, sondern es ist wirklich Mario und Luigi. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dann haben beide Characters ihre Vor- und Nachteile, außer von den Sets natürlich. Aber selbst die Sets kann man ja theoretisch in jedem Spiel gleich einstellen. Wenn man es unbedingt möchte. Aber ich mag das eigentlich. Das ist ein Unterschied. Frischwurz! Was macht Frischwurz nochmal? Ich glaube, das heilt einen von Schadenseffekten. Ja. Genau, das macht's auch. Okay. Blam, blam, tschüss. Und ich krieg ein halbes Level? Ja, ungefähr. Fast. Kann man so gelten lassen. Will ich mal behaupten. Und da will der Nächste eine Scheibe von dem Kuchen haben. Ach, du hier beiden? Ach, komm. Dann mach ich doch keinen Aufstand gegen. Nein. Die halten aber aus. Na komm. Nein! Ernsthaft? Na komm her. Trau dich! Mann, ich dachte, er traut sich. Er hat sich, in fact, nicht getraut.
Hm? Na gut, ist der eine schon mal da. Außer du überlebt das. Aber sollte er nicht. Er tut's? What? Mhm. Okay. Er lebt das noch. Wieso lebt er noch? Das gibt's doch nicht. Mann, spiel schlecht. Oh Gott, das ist traurig. Ja, komm, bam, zack, tot. Oh, nochmal, ja, komm. Zack, bumm, zack, tot. Und dann ding, ding. Armer Mario. Langsam wird's knifflig für ihn. Muss mich auf jeden Fall nochmal heilen. Items? Pits. Nom, nom. Ah, will ich nochmal für den Panzerkick einen Sirup trinken? Ja, komm, mach mal's. Sicher ist sicher. Außerdem haben wir genug Items, theoretisch. Und man kann ja auch noch mit dem massenhaften Geld, was wir haben... Verschwindet dieser Sound. Richtiger Pikmin-Sound. Wir können ja mit dem massenhaften Geld, was wir haben, auch noch mal mehr Sirup kaufen später. Das ist ja kein Problem. Ich glaube, wir müssen jetzt sogar hier links lang. Ich wüsste keinen anderen Weg. Dann gehen wir mal hier lang. Wo kommen wir raus? Hm. Map? Ganz kleiner Ort. Ich verstehe. Stecksel Memo 3. Die Plattform niemals allein bedienen. Sonst wird das Abendessen gestrichen. Nein, nicht mein Abendessen streichen. Okay, Luigi chillt dort. Aha, endlich darf man mal Luigi außerhalb des Bildschirms haben. Cool Spiel, danke. Wenn ich jetzt gegen den kämpfe, müsste ich dann alleine kämpfen? Das kann tatsächlich sein. Ah, ich muss ihn jetzt steuern. Okay, cool. Komm, machen. Okay. Damit kann ich mal leben. Also ohne Luigi leben. Luigi! Kommt der her? Oh, ja, okay. Er kommt von alleine. Cool, das Spiel kann auch ohne Luigi gespielt werden. Wow, endlich! Hat lange genug gedauert, hä? Oh, Mann. Ich sehe schon, alles für ein Stecker. Warte, da war ein unsichtbarer Block irgendwo. Ich kann den zweiten Stecker sehen. Ja, ich auch. Ach, das ist wirklich dann der zweite Stecker, weil wir den anderen können wir auch wieder mitnehmen. Oh, und Abkürzung geschaffen. Schön. Ja, Luigi, ich weiß. Ich wollte mich nur umschauen, ob hier noch was ist, aber ich glaube, hier ist sonst nichts. Okay. Ja, dann rennen wir mal hin. Ich stelle mich schon mal hier auf. Und du drückst den Knopf. Danke. So, nochmal. Und nochmal. Jetzt erst. Okay, man muss immer warten, bis sie komplett durchgefahren sind, die Plattformen. Ja, mach nochmal. Ich glaube, ich kann hier noch lang. Ja. Yep. Jetzt. Wo will ich lang? Hier fliegt irgendwas. Ach, das ist nur für Münzen. Jetzt will ich es aber schaffen. Nochmal. 20 Münzen. Wäre das ein Starcoin gewesen, dann wäre es cool. Aber das war es, glaube ich, nicht wert. Naja, was soll's. Wieso brauchen die immer so lange, wenn die mit dem Hammer schlagen? Das ist so ein Gewicht. So ein schwerer Hammer. Ich meine, solange der so viel Schaden dann auch macht, ist es okay für mich. Was mache ich denn hier? Oder kann ich einfach drunter? Ah, ist gleich mal so hoch. Okay, ich dachte, es wäre viel höher. Ich kann hier übrigens auch hoch. Nein, kann ich nicht. Ah, von hier aus kann ich hoch. Ah, ich muss hier sogar hoch. Ich dachte, hier wäre vielleicht ein Secret. Aber die kommen noch, die Secrets. Ganz bestimmt, ganz sicher. Juhu, geschafft. Was haben wir hier? Stecksel Memo 4. Was Meister Steckdorf sagt, ist Gesetz. Und darüber wird sich nicht beschwert, sonst werden die Snacks gestrichen. Da steht auch noch mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Frühstück, Mittag, Abendessen, alles gestrichen und dann nehmen sie mir auch noch meine Snacks weg. Jetzt reicht's, ich gehe in den wieder... In den was? Wieder... Ein Bonbon? Na, brauchst du einen Bonbon? Was macht denn das? Ich kann nicht ins Menü gehen. Okay, dann holen wir erstmal Luigi ab. Einfach den Knopf drücken. Ich glaube, damit sollte Luigi automatisch herrollen. Schau mal, L. Da, ich hab's gesehen. Hier, 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 hier.
Hier, ja. Okay, was macht denn der Bonbon? Wo ist denn der? Da. Statt 30 KP und BP wieder her. Ist ein gutes Item. Kann man sich nicht beschweren, kann man nicht klagen. Und Freunde, ich glaube, wir können jetzt zum Boss. Nice. Okay. Irgendwer. Rein da! Geht doch. Ein bisschen rumwackeln. Ich einmal umdrehen, dann nochmal umdrehen, dann geht's vielleicht wieder. Und den nehmen wir wieder mit. Jetzt wollen die mir einen zeigen. Ja, war klar. Zeigen wir, dass das Tor wieder zugeht. Danke. Ich hab's natürlich Kombi wieder vergessen. Und das sollte richtig sein. Komm, dann sind wir durch. Ja, scheint so. Perfekt. Das ist großartig, Mario Luigi. Finde ich auch. Der Weg ist frei. Yeah. Hurra. Wir sollten weitergehen. Aber schnell. Nicht, dass der gleich noch Faxen macht. Vielleicht merkt er ja, dass wir hier sind und dann kommt er so angestürmt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, auf was wir uns hier einlassen. Aber erstmal kurz eine entspannte Pause machen. Ja, schön. Luigi, wach auf! Wir müssen weitergehen. Auf zum Boss. Da ist er auch schon. Bist du für eine Piranha-Pflanze? So ist's fein. Schlingen sie schön runter, die undeutlich da. Lecker. Ha? Lade dich schön mit ihrer abgestandenen Energie auf. Meister Steckdorf wird zufrieden mit uns sein. Wir sorgen dafür, dass der Connector-Ausfall anhält. Schlingen sie schön runter, die undeutlich da. Wer ist da? Wir sind es, die Mario Brothers! Ihr wisst, diese Widerständler sein, von denen Klinker berichtet hat. Was sind denn für Reste vom Elektrobaukasten, hä? Was würdet ihr gerne wissen, ne? Ja, das würden wir wirklich gerne wissen. Wer seid ihr eigentlich? Und was habt ihr mit dem Gierleuchtturm vor? Wir werden euch doch nicht unseren Plan verraten. Aber ich wollte... Stattdessen habe ich ein Gegenangebot. Biotor, du hast so viele Unterrichter verschlungen. Jetzt zeig uns mal deine ganze Kraft. Wir drei haben Wichtigeres zu tun und müssen euch leider auf der Leitung stehen lassen. Okay. Na gut. Dann machen wir halt euer Monster kaputt. Wenn ihr euch nicht traut. Wir hätten die sowas von platt gemacht, aber... Okay, dann wohl nicht. Was zum... Okay. Warum macht das so viel Schaden? Holy. Und der ist Level 12. Biotor. Ein pflanzenähnliches Monster. Das sich so groß gebildet hat durch die Undeutlichter. Das macht einem schon ein wenig Angst, wenn ich das so sagen kann. Und ich hoffe, dass der rote Panzer Schaden macht. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was wir überhaupt machen sollen. Alles klar. Danke, Spiel. Ich hab zwar gedrückt, aber nee. Ist okay. Ich brauchte den Angriff gar nicht. Nein. Das war nur so. Just for fun. Das geht jetzt ab. Oh. Ah, musst du mal drauf achten, was für ein Gegner rausschießt. Ah, nee. Die können auch auf dem Boden landen. Okay. Danke für die Münzen. Nehme ich gern mit. Mario! Oh nein, er ist verwirrt. Ich muss ihn schnell heilen. Das ist das Wichtigste. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet für diesen Kampf, merke ich gerade. Bitte greif mich an. Nein, nicht Mario. Nein. Mario! Oh, und ich bin auch noch rein. Ja, Mario, bitte.
Okay. Mario ist tot. Das hat ja mal wieder super funktioniert. Guck dir den armen Klempner an. Nimm den Pilz. Und greif ihn nochmal mit dem Koopa-Panzer an. Diesmal wird's klappen. Let's go! Let's go! Er wartet schon so geduldig darauf. Achso, jetzt weiß ich auch, warum ich das Timing verkackt habe. Weil man es hier viel schneller machen muss. Als bei Luigi. So. Schöner Treffer, aber leider reicht das noch lange nicht. Haha! Kontert. Nochmal? Oh. Ich hab gedrückt. Spiel sagt, nö. Danke, Spiel. Sendert von dir. Ja, ich würde sagen, ich spam einfach den Superpanzer, so oft es geht, den roten. Bonk, 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 bonk. Weiter geht's. Das war doch exzellent, richtig? Oder war das ein Super? Ne, war exzellent. Das ist aber weniger Schaden. Zur Hölle! Mit dir! Nimm die Nuss. Dann überleben wir zumindest beide nochmal einen Angriff. Also ich gehe mal davon aus, dass Luigi noch was überlebt. Ja, will ich über Abfeuerreflex machen? Bin mir nicht sicher. Ja, bitte. Nein, Mist. Block lieber. Bin mir nämlich nicht sicher. Und nochmal. Schön gekontert. Es reicht, Kollege. Das wird ein langer Kampf. Komm schon! Bäm! Ja, das! Danke, Mickey Maus! Und der Typ hat noch. Danke, Windows, vielen Dank. Der Typ hat noch so viel Leben. Ja, da ist natürlich die Überlegung, was man überlegt. Und sich der Superpilz? War nicht der Pilz auch das gleiche? Ja, okay, halt nicht komplett, aber es ist genug. Okay. Ich glaube, als nächstes finde ich mal heraus, ob Hammer oder Sprung besser ist gegen diesen Gegner spezifisch. Ah, ich konnte nicht mehr springen. Ich bin auf den einen schon gebounced, dann durfte ich eben auf den anderen nicht mehr bouncen. So dumm. Schön. Was geht jetzt ab? Huh? Luigi, hast du da vielleicht eine Idee? Ich hau ihn jetzt mit dem Hammer. Ich hoffe, der Hammer macht gut Schaden. Oh, doch, doch, lässt sich sehen. Das lässt sich sehen. Fast 50 Schaden. Hä? Ich habe eine Idee. Was geht jetzt ab? Oh, er zieht einfach seine Zunge raus! Hä? Was muss ich machen? Muss ich was drücken? Wirf ihn in den Wirbelwind! Bam! So long! Ey, Biota? Jetzt ist er schön verwirrt! Jetzt sind wir sogar auf einer anderen Stage, lol. Ist einfach ganz woanders. Ich würde sagen, einfach mit den Hämmern drauf. Bonk, bonk. Autsch. Das war sogar ein Autsch. Das sieht man doch gerne. Oh nein. Ich habe das Timing ganz knapp versaut. Und jetzt ist er ja ganz stinknormal. Verstehe. Mhm. Oh mein Gott, ich hab's komplett falsch. Nein, ich wollte nicht springen. Ah, Reflexe. Okay, es ist schon bei der Hälfte. Das ist nicht schlecht. Das ist auf keinen Fall schlecht. Einmal können wir noch den Panzer machen, dann habe ich keine BP mehr. Versuchen wir es noch einmal. Wenn ich es noch kann, dann kann ich es noch einsetzen. So oft es geht. Das war das letzte Mal. Gut, ich kann mit dem Sirup wieder aufladen, aber... Ich weiß nicht, ob das sein muss. Nicht springen. Nein, warum springe ich? Springen. Okay.
Interessant. Ich mache Fortschritte, Freunde. Sachen passieren. Es passiert was. Yeah, sogar ein toller Treffer. Der schmeckt. Ich spring mal auf ihn drauf. Der hat da oben so ein Knacks. Vielleicht passt er ja Sprünge. Weiß ich nicht. Irgendwie hat der Hammer mehr gemacht, glaube ich. Ah, toll. Oh, Luigi geht's wieder gut. Ja, okay, was heißt wieder gut? Er kann zumindest wieder klar denken. Okay, Biotor ist schon auf die Hälfte reduziert. Den kriegen wir noch schnell down. Doch nicht! Was zum... Jetzt ist er stinkig sauer. Na ruhig. Mir doch egal. Take this. Sieht aus wie so ein Ei. Also von der unteren Hälfte aus. Ja? Wieso hat er lange gewartet? Luigi! Wo ist Luigi? Ich hätte auf Luigi drauf springen können. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Armer Luigi, er hält sich so wacker. Er ist so tapfer. Okay. Jetzt nochmal draufhauen. Luigi, wenn dir nochmal eine Idee einfallen würde, dann wäre das ideal, um ihn zu besiegen. Was denn jetzt? Schon wieder. Okay, springen. Springen. Nicht springen. Nein. Ich kann die Attacke einfach immer noch nicht. Das geht mir einfach zu schnell. Hö, bist du? Darauf war ich nicht vorbereitet. Oh. Ist gut jetzt. Ja, Gott sei Dank. Luigi. Okay, ich hab schon verstanden. Los Mario, jetzt hilf mir endlich. Let's go. Bam! Ich hab's zwar zu früh gedrückt, aber es hat noch gezählt. Oh, er kommt wieder zurückgeflogen. Aber nochmal, Schwein gehabt. Oh, okay. Jetzt wird's knapp mit dem Leben, aber ich riskier's. Ich geh jetzt all in. Schön den Outstammelt reindrücken. Aber man sieht ja, wie viel Schaden das anrichtet. Jetzt. Schon auf den Bauch gehämmert. Oh, jetzt geht's ihm wieder gut. Ich muss mich schnell heilen. Darf ich auf keinen Fall mehr treffen. Ich muss dringend eine Nuss essen. Ich eher erst mit Luigi. Ich glaube, Mario macht mehr Schaden. Deshalb kämpfe ich lieber mit ihm. Schön, schon auf den Fuß gehauen. Vier darf nochmal. Spring. Spring. Nicht springen. Nicht springen. Spring. Nicht springen. Ich hab's drauf. Oh, jetzt kriegst du mich nicht mehr, Kollege. So, die letzte Nuss noch. Oder die letzten paar Nüsse. Komm schon, er kann nicht mehr viel Leben haben. Wir machen halt auch immer den gleichen Schaden. Ändert sich nie. Na komm. Seilspringen kann ich gut, Kollege. Da kriegst du mich nicht mit. Hat jetzt auch gemerkt. Oh, Luigi, willst du auch einen Finisher machen? Oh, ich habe nur auf eine Bewegung gewartet. Oh mein Gott. Jetzt ist Feierabend, Sportsfreund. Sogar mit einer schönen Luigi D kriegen wir dich down. Das war ein bisschen lang geworden, die Folge, aber zumindest hatten wir noch einen epischen Kampf gegen Ende hin. Jaho! So, kleine Fliegenfalle. Klempnerfalle wird heute nicht. Jetzt ist erstmal over und out! Ein Leben hat er, glaube ich, noch. Ja. Komm, Luigi, darfst auf ihn drauf springen. Und damit geht der erste richtige Gigaleuchtturm-Boss zunichte.
seine Stiefel. Haha, ich hab ihn hier ausgezogen. Auch wenn er keine Ahnung hatte. Egal. Und Level 11 kriegen wir auch noch. Yippie. Ja, kann man überspringen. Deshalb tue ich das auch immer. Seit ich nicht mehr machen kann. Skip ich es auch noch. Es ist so langweilig und egal geworden. Ja, was mit den restlichen XP? Krieg ich hier noch? Oder wurden die jetzt verschwendet? Was auch immer. Oh, danke. Die restlichen Leutlichter, Unleutlichter wurden zu Deutlichtern. Yippie! Ja, lass ein Like da. Beim nächsten Mal geht's weiter hier mit der Story. Das klingt auf jeden Fall ziemlich gut, ja. Ja. Wo geht's noch weiter? Ja, zweite von fünf Inseln natürlich. Weltmeere meinst du? Ja, klar. Verstehe.